Hört mal zu, ihr Helden. Ich kann über viele Dinge hinwegsehen. Zum Beispiel über verschüttetes Bier, kaputte Flaschen oder über die Bar, die ihr kurz und klein geschlagen habt. Das ist alles halb so wild. Aber ich verzeihe es niemandem. Wenn er einem Freund von mir etwas antut, habt ihr das kapiert? One Piece ist eine Serie, die sehr stark durch ihre Charaktere lebt. Normalerweise wird ein Gegner besiegt und ist damit für den weiteren Verlauf der Geschichte Geschichte. Meistens wird eine Ideologie mit diesem Charakter verpackt, um dem Hauptarc eine wichtige Message mit auf den Weg zu geben. Als kleines Beispiel, der erste Arc von Naruto ist so stark, weil ein kleiner, naiver Naruto durch Zabuza und Haku direkt all die Schattenseiten, aber auch all die guten Seiten des Shinobi-Weg kennenlernt. Dieses Event hat ihn schon sehr früh verändert und für seinen weiteren Weg bestimmt. In One Piece ist das natürlich auch der Fall. Ideologien werden verarbeitet und Ruffy lernt aus jeden einzelnen Kampf. Nicht nur kämpferisch, sondern auch geistlich. Klar, gegen Anfang ist es mehr eine Good Guy vs. Bad Guy Serie. Auch wenn wir als Zuschauer vermutlich später lernen werden, dass Krokoboy oder der gute alte Eneru nicht ohne Grund so gehandelt haben. Leute, der Ene-Flashback, falls er kommen wird, wird auf jeden Fall die ein oder andere männliche Trainer einfordern. Fakt ist aber, dass sie in ihrem Arc ganz klar der Bad Guy sind. Denn die Welt macht sie zu dem. Die Message gegen die korrupte Welt, in der sicherlich einige Real-Life-Aspekte stecken, ist ein großes Oberthema von One Piece. Was ich grundlegend meine und was ich bei One Piece immer wieder und wieder sehe, ist, dass die Charaktere nach ihrem Arc nicht unbedingt vorbei sind, auch wenn wir sie in der Story nicht wiedersehen, denn sie haben uns unglaublich viel mit auf unseren Weg gegeben. Crocodile, Bellamy, Enel, Luki, Moria oder Doflamingo sind alles Charaktere, die unsere Truppe schon wieder getroffen hat oder nochmal wieder treffen wird. One Piece schafft es, seine Fanbase ein großes Interesse hinter diesen Charakteren entwickeln zu lassen und so wird eben die Message von ihrem Werdegang übermittelt. Und genau das gehört eben für mich zu den größten Stärken der Serie. Man fühlt sich teilweise wie ein alter Kriegsveteran, der die Serie so lange verfolgt und sich über solche Wiedertreffen immer wieder freuen kann. Aus diesem Grund finde ich die Länge von One Piece mit bald 1000 Kapiteln überhaupt nicht schlimm. Sowas derartiges wird es vermutlich nie wieder geben. Genau wie die Strohbande schließen wir Zuschauer mit dem Ende der Serie ein Abenteuer ab, was es so in dieser Form nie wieder geben wird. Man sollte jede einzelne Minute, jede einzelne Seite davon genießen. Das bringt mich zu meinem eigentlichen Punkt, nämlich Shanks. Shanks war der erste Charakter, den Oda auf diese Weise eingeführt hat. Wir Zuschauer wissen nach 20 Jahren einen Scheiß über Shanks. Doch obwohl wir nichts wissen, vielleicht gerade weil wir nichts wissen, macht es Shanks zu so einem unglaublichen Charakter. Das Ungewisse, die Magie von One Piece wirkt bei Shanks über 20 Jahre immer noch so verdammt stark. Denn mehr als ein Kapitel brauchten wir dafür nicht. Das war ich dir schuldig, Ruffy. Makino hat mir alles erzählt. Du hast dich für uns eingesetzt und gegen diesen Banditen gekämpft. Hey, hör auf zu weinen. Du bist doch ein Mann. Shanks, dein Arm! Das ist schon in Ordnung. Es hat wenigstens einen Sinn gehabt. Ich bin froh, dass du lebst. Es ist wie der erste Arc von Naruto, nur gab es hier dafür eine Folge. Das ist kein Schwanzvergleich, doch ich finde es faszinierend, was mit Shanks angestellt worden ist. Ruffy wollte ein Pirat sein, weil er frei sein wollte, weil er cool sein wollte. Einen anderen Grund gab es dafür erstmal nicht. Durch Shanks wurde er so stark geprägt, den richtigen Weg zu gehen. Shanks, ein Mann, der später zum Yonko wurde und einer der stärksten Piraten überhaupt, hat seinen eigenen Arm geopfert, um Ruffy eine Lektion zu erteilen. Den ganzen Hintergrund davon erfahren wir zwar viel später, aber es macht die ersten Schritte von Ruffy so bedeutend. In nur ein paar Szenen hat Shanks einen so großen Eindruck hinterlassen. Es war nicht wirklich so, dass es ein dunkles Geheimnis um ihn gab. Meistens kann man Charaktere interessant gestalten, wenn der Zuschauer ein Gefühl davon hat, dass dieser ein Geheimnis haben könnte, was für die Story sehr wichtig ist, oder ein Charakter, der einem das Gefühl davon gibt, dass er gar nicht so gut ist, wie er sich gibt. Doch ich finde, Shanks gab uns nie ein Gefühl davon. Shanks ist einer von den Guten und das ist seit Anfang an klar. Shanks gab uns etwas viel Besseres. Eine Vorstellung davon, was ein erwachsener Ruffy sein kann, was ein richtiger Pirat ist. Der Encounter von Shanks war fundamental wichtig für die Serie, denn wir sahen danach nur Piraten, die eben gestohlen haben, die ihre Position ausgenutzt haben oder die das Abenteuer nicht angestrebt haben. Genau das war die Auseinandersetzung mit Bellamy, Ruffys Ideale der Freiheit gegen das falsche Bild der Piraten, die nur stehlen. Und wie er es damals von Shanks gelernt hat, er hat kein Interesse daran, gegen diese Gegner zu kämpfen. Später auf Marineford in der Schlacht, in der Ruffy alles gab und trotzdem versagte, kam Shanks am Ende zum Vorschein und beendete die Schlacht. Shanks tat das, was Ruffy noch nicht konnte. Er
tat das auf diese Weise, wie wir uns einen Ruffy am Ende von One Piece vorstellen. Doch es war der Marineford-Auftritt, der ihn richtig wieder in die Serie zurückbrachte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Shanks gab Ruffy seinen Hut und dieser setzte Jahre später die Segel. Und das, was Shanks als nächstes wieder sieht, ist der mutige kleine Junge, der komplett am Boden zerstört ist. Die brutale Welt, in der sie leben, beweist sich ein weiteres Mal. Doch Shanks glaubt immer noch an diesen Jungen. Er weiß, dass es hart ist. Er weiß, dass der Fluss sehr schwierig ist, doch er weiß auch, dass man niemals aufgeben darf. Nicht nur für sich selbst, nicht nur für seine Träume, sondern auch für die Menschen, die dort draußen leben, die nicht die Kraft haben, selbst zu kämpfen. Und dabei spricht er zu Ruffy, er selber hört ihn zwar nicht, aber Shanks hat das mehr, um sich selbst sprechen, doch mal davon zu vergewissern, dass jemand wie Ruffy das alles hier durchstehen würde. Ruffy, mein Freund, indem ein Mann gestärkt aus seiner Niederlage hervorgeht und seine Gefühle nicht zurückhält, lernt er auf beiden Füßen zu stehen. Wenn du weinen musst, dann weine. Und komm über das alles hinweg. Das führt uns zu der Conclusion der Serie. Wo genau ist der Platz von Shanks für das Ende der Serie? Big Mom und Kaido sind für den Wano Kuni Arc das Endgame. Beide werden noch ordentlich viel Hintergrund und auch Charakter bekommen. Doch auf Wano Kuni werden sie besiegt, beziehungsweise ihr Charakter-Arc wird auf Wano Kuni zu Ende gehen. Vielleicht werden sie noch gebraucht, aber das große Ding um Big Mom und Kaido wird in diesem Arc, denke ich, jedenfalls zu Ende gehen. Blackbeard wird seine letzte Schlacht gegen Ruffy haben. Ruffy wird ihm vergeben und zusammen mit ihm die Welt zerstören, um sie wieder neu aufzubauen. Das ist die These, die ich beim Blackbeard Video aufgestellt habe. Die Frage ist, wo lässt das Shanks? Was genau ist das Endgame von diesem Charakter? Wir wissen nicht ganz genau, was er eigentlich möchte. Wir wissen nur, dass er etwas von Ruffy möchte. Er hat ihn schließlich auserwählt. Damit er etwas schafft, was er vielleicht nicht alleine schaffen kann, dass er Rogers Willen anstrebt und seine Legacy zu Ende bringt oder etwas ganz anderes. Was für ein Mann ist Shanks? Ein Mann von Ehre, Respekt und am allerwichtigsten ein Mann, der den Frieden anstrebt wie nichts anderes. Er war auf dem Schiff von Gold Roger. Er wird wissen, was in dieser Welt vorgefallen ist, doch obwohl es immer wieder in One Piece geteased wird, dass die Information über das One Piece, was passiert ist, alles verändern wird, bleibt Shanks ruhig und passiv. Er arbeitet sogar mit der Regierung zusammen, beziehungsweise er will sie nicht so aggressiv angreifen wie die anderen. Gerade Marineford hat gezeigt, dass Shanks keinen Krieg möchte. Shanks wirkt wie jemand, der nicht alle bei der Marine und Weltregierung verurteilt, da auch nicht alle egoistisch und verdorben sind. Wir sehen immer wieder gute Beispiele dafür. Gute Arbeit, junger Soldat. Die paar Sekunden Mut, in denen du dein Leben riskiert hast, haben, ob gut oder schlecht, das Schicksal der Welt in diesem Moment entscheidend beeinflusst. Bis jetzt wirkt sein Charakter wirklich stark so, als würde er die friedliche Lösung einem Kampf vorziehen. Eine Lösung, in der beide Seiten weiter existieren können. Es ist eben verdammt schwer auszumachen, was Oda wirklich mit Shanks vorhat. Wird er der bittersüße Charakter sein, der für seine Träume sterben wird, damit Ruffy diese am Ende von One Piece erfüllen kann? Quasi ein letztes Opfer, ein tragischer Held aus den Schatten, der immer den Frieden wollte? Oder wird er jemand sein, der Ruffy nach dem Erfahren der Wahrheit über diese Welt aufhalten möchte, um einen weiteren Krieg zu verhindern und eine Lösung für alle zu finden? So wäre ein Antagonist, ohne ein Bösewicht zu sein. So wird er jemand, der seinen richtigen Weg aus den Augen verloren hätte. Jemand, der den Frieden der Welt so stark anstrebte und dabei vergessen hat, dass es manche Kämpfe gibt, denen man sich stellen muss. Shanks meinte, er hätte sich gewünscht, dass Captain Roger mal vor einem Kampf davongelaufen wäre, was er nicht tat und Ruffy ebenfalls nie im Leben tun würde. Gerade eben weil Shanks damals den Willen Rogers in Ruffy gespürt hat, bringt er nicht nur das zu Ende, was die Roger Crew gestartet hat, sondern führt Shanks ein weiteres Mal an, wie es Roger tat. Shanks hat Ruffy auf den rechten Weg geführt, aber das gleiche könnte Ruffy später auch für Shanks tun. Das wiedergebende Stroh könnte dann nicht materiell gemeint sein, sondern dass Ruffy Shanks Werte wiedergibt. Dass er ihn die Philosophie mit Fäusten wieder einhämmert, die er damals von diesem gelernt hat und ihn auf den rechten Weg zurückführt. Es würde aus Shanks einen Mann machen, der so stark den Frieden hinterher eifert, dass er das Wesentliche aus den Augen verliert und das große Ziel, das Erschlagen dieser korrupten Regierung, gar nicht mehr im Blick hätte. Damit würde Ruffy, wie erwähnt, Shanks das wiedergeben, was er ihm damals gegeben hat und das könnte einen enormen Wachstum von Ruffy zeigen. Wird Shanks vielleicht durch einen Hinterhalt von Blackbeard fallen oder passiert doch etwas ganz anderes? Ich glaube, Shanks wird immer ein Mysterium sein. Egal wie weit wir in One Piece voranschreiten, ich glaube, dieser Mann wird für uns immer sehr schwierig einzuschätzen sein. Der Schützling von Roger, der Wegweiser von Ruffy, der Held der Schwachen, der Kapitän der Rothaarpiraten. Sein Weg ist einer, der wohl sehr lange mit vielen Fragezeichen der Zuschauer gedeckt sein wird. Doch ich glaube, eine Sache ist sicher. Ob im übertragenen Sinne, im materiellen Sinne, beim letzten Krieg oder beim Todesbett, so oder so, Ruffy wird sein Versprechen halten. Ruffy, ich möchte dir diesen Hut schenken,
Er hat mir immer sehr viel bedeutet. Pass gut auf ihn auf. Und bring ihn mir ja zurück. Eines Tages, wenn du ein großer Pirat geworden bist. Versprochen, Ruffy.